Hier oben ist auch noch ein Haus und das ist das Haus von Hauptmann Meatox, wenn ich mich recht entsinne. Da gehe ich jetzt wegen noch nicht rein. Gucken wir uns erst noch die anderen Häuser an. Das hier. Wir haben hier Haufen abgedeckter Steine. Achso. Eine verschlossene Tür. Ist hier irgendwo... Aha. Er passt garantiert in diese Tür rein. Ist da irgendwas dahinter? Okay. Scheinbar nicht. Dann habe ich wohl völlig umsonst dieses Rätsel gelöst. Passiert derweilen. So, gucken wir mal hier rein noch. Was haben wir hier? Da haben wir noch Pflanze. Ja gut, okay, das wird einfach gegessen, wenn ich es anklicke. Kann ich es weniger gebrauchen. Weil es geht mir ja nur ums Verkaufen, um Gold zu bekommen. Immer wieder. Eine Falltür. Wird das wohl die Falltür sein, die erwähnt wurde? Ich werde mal reingucken. So. Polierter Pickel. Na, nehme ich jetzt nicht mit. So, komm, komm, komm. Stopp, 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 stopp. Auf jeden Fall ist das auch ein Grund dafür, warum hier Orks in dem Lager sind. Immerhin haben wir hier Skorpione. Ja. Speichern wir lieber nochmal ab. Immerhin haben wir hier scheinbar ein Untergrundgebiet, was von Orks wimmelt, wo auch immer die herkommen. Das ist durchaus ein Grund, warum Orks auch oben in dem Lager reinkommen. So, und hier haben wir nichts. Und ansonsten, hier rechts. So. Sterbt ihr hässlichen Grünhäute. Oh oh, Riesenorg. Riesenorg, der viel aushält. Das sieht tödlich aus. Kiten. Komm, Feuer, 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 Feuer. Und ein bisschen wegrennen. Und weiter feuern. Also wenn Gegner viel aushalten auf schwer, dann machen die auch extrem viel Schaden. Und ich möchte den Schaden möglichst nicht kassieren von diesem Org. So, gut, dann F1 und F2. So, komm, komm, komm. Na, ich habe noch ein paar Schüsse. Die müssen, verdammt, einen Riesenorg erwischen. Ja. Puh, okay. Damit, hab mich jetzt praktisch völlig leer geschossen in meinem Mana an dem Ork. Aber er ist tot. Und darauf kommt's an. Ich habe ja ein Bett, das ich gerade nicht benutzen kann. Oh Mann, ein Glück habe ich das dabei, sonst würde ich so viel Geld für Tränke allein schon ausgeben. 32 Münzen. Die nehme ich doch glatt mal mit. So, was haben wir hier unten? Was machen wir hier noch? Fässer, die nichts enthalten, okay. Und hier unten ist ein Ausgang. Gut. Den werden wir noch erkunden. Und die Fässer, Fässer, Fässer. Und hier oben ist noch ein Ausgang. Gut, ich will jetzt erstmal noch nicht da reingehen. Ich wollte erstmal bloß die untere Passage säubern. Die Ausgänge werden mir wahrscheinlich noch von Nutzen sein. Ich weiß sowieso gerade auch so dem nicht, wo sie genau hinführten, aber das war halt ganz nützlich für den Kampf in dem Orklager. Was ja auch noch recht schwierig sein wird. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich eigentlich geskillt habe. Das wollte ich eigentlich noch nachgucken. Also Konstitution habe ich
geht's offensichtlich recht hoch. Ja, stimmt, ich wollte ja eine Menge überleben. Aber ich brauche auch eine Menge Magie. Ich werde mal dann beim nächsten Mal so 3 Punkte auf Magie setzen und nur 2 auf Konstitution. Oder vielleicht sogar 4 Punkte Magie, nur einen auf Konstitution. Mal schauen. So, ich müsste jetzt. Karte. Ah, ich habe alle Gebäude hier erkundet. Dann gucken wir mal zu Hauptmann Mitox, der jetzt gerade rausgekommen ist. Seid gegrüßt, Soldatin. Mein Name ist Hauptmann Mitox. Ich befehlige die Garnison dieses Dorfes, oder vielmehr das, was von ihr übrig ist. Was ist hier geschehen? Wo seid ihr nur die letzte Zeit gewesen? Es ist Krieg! Die Orks fallen in Flussheim ein und nehmen, während wir hier plaudern, das Dorf gleich östlich von hier auseinander. Ich formiere die verbleibenden Truppen im Zeltlager neu, um die Orks dorthin zu verprügeln, zurückzuprügeln, wo sie hingehören. Warum haben die Orks diesen Krieg begonnen? Das weiß ich doch nicht. Weil es Orks sind? Die Zeit ist knapp. Was wollt ihr von mir? General Elix trug mir auf, euch diese versiegelte Botschaft zu überbringen, Hauptmann. Hab Dank, Soldatin, wer auch immer ihr sein mögt. Ihr seht noch recht frisch aus und müsst eine fähige Kriegerin sein, um euch zu uns durchzukämpfen. Ich habe eine Mission für euch, bevor ihr euch zu General Elix zurückkehrt. Ich bin keine verdammte Fußsoldatin, ich bin freischaffende Söldnerin. Aber nennt mir dennoch die Aufgabe und ich werde sehen, ob ich euch helfen kann. Die Orks können ihre Belagerung nur dann durchhalten, wenn sie regelmäßig mit Nachschub versorgt werden. Ich möchte, dass ihr die Nachschubkarawane der Orks aufspürt und mit Hilfe dieses Sprengstoffes zerstört. Keine Sorge, es ist nicht magisch, es handelt sich hierbei um eine alchemistische Erfindung. Folgt einfach den Anweisungen auf der Verpackung. Wie finde ich diese Nachschubkarawane? Ich zeichne sie euch auf der Karte ein, wo unsere Speere sie entdeckt haben. Ich verstehe, ihr könnt euch auf mich verlassen, Hauptmann. Hier sind die Explosivstoffe. Viel Glück. Oh, und noch eines, Freibeuterin. Ich weiß, ich verlange viel von einer unbezahlten Söldnerin, aber vielleicht kann euch diese Schriftrolle von Nutzen sein. Sie enthält die Losung für die Teleporter der Menschen. Hab vielen Dank, das ist eine sehr nützliche Information. Ich hoffe doch. Ich benötige bessere Ausrüstung, Hoffmann. So, hat der General euch nicht bereits ausgerüstet? Sei es drum. Das Beste ist, ihr schaut euch im Zeltlager um, nehmt euch einfach, was ihr braucht. Wo ist das Zeltlager? Geht einfach direkt nach Westen. Es ist nicht weit von hier. Auf bald. Okay, den Versorgungsstützpunkt vernichten sollen wir jetzt. Und ich habe gleich das Level up und wie gesagt, 4 Punkte da, 1 Punkt dort. Passt. Was haben wir an Fähigkeiten? Wir können unseren Frost aufwerten, wenn ich das denn machen möchte. Ansonsten können wir Identifizieren und Händlerzunge noch nicht machen. Taschendiebstahl würde gehen, aber da will ich auch noch nicht unbedingt. Kenntnis der Kreaturen. Waffe verzaubern. Feuerschaden. Passiv. Dies fügt den singenden Schaden von all euren normalen... normale Angriffe. Ja. Normale Angriffe sind jetzt nicht so mein Ding. Höllenstachel. Ich bin gerade etwas unschlüssig. Ich glaube, ich skill den Frost einfach mal. Und habe ja dann den wenigstens ein bisschen aufgewertet. Habe ich Frost gebindet? Nee, wartet mal, dann mache ich mal F5. Was mich jetzt interessieren würde, wenn ich F5 drücke. Ah ja, dann rüste ich Frost auf. Okay, dann mache ich das hier auf F6. So. Zum Thema. Wir haben die Möglichkeit erhalten, uns im Zeltlager auszurüsten. Und da werde ich gleich mal speichern, denn ich weiß, was jetzt gleich kommt. Hier ist das Zeltlager. Und wollen wir uns doch mal hier ausrüsten, was wir finden, oder nicht? Nanu? Sieh an, die Gezeichnete. Ihr belästigt uns schon viel zu lange. Wollen doch mal sehen, ob ihr euch hier herausfinden könnt.
spüren. Na los. Rix, Flix, Angst bereit. Tötet die Zivilistin! Tötet sie! Tötet sie! Ja. Jawohl, Meister. Jawohl, Meister. Und jetzt sind alle Soldaten gegen uns. Das ist ziemlich tödlich. Nein, fuck, ich bin falsch gelaufen. Okay. Wir machen das Ganze aber nochmal. Ich möchte das schaffen. So. Wir müssen das aber ein bisschen taktisch angehen, wie es mir scheint. So, ich werde das mal hier kurz skippen, weil das kennen wir ja schon. So. Na? Ja. Ja. So, und jetzt rennen wir erstmal hier raus. Um die ganzen gewissermaßen abzuhängen und sie dann möglichst gezielt auszuschalten. So. So. Das Coole ist ja, ist, dass wir jetzt praktisch mal ausnahmsweise Menschen töten können. Was wir sonst nämlich niemals dürfen. Ohne Ruf zu verlieren. Somit, durch dieses Event ist es praktisch gegeben, dass wir so Soldaten töten. Menschen dürfen wir sowieso töten eigentlich, wenn es so Dieb oder sowas ist. Die Sache ist halt, man muss sich zwar mit allen Völkern verbinden, aber hat auch die Möglichkeit, mal gegen alle Völker zu bekämpfen. Was ich selbst erst interessant finde, okay, hier draußen sind keine weiteren Gegner, dann gucken wir mal. Jetzt ist keine gute Zeit zum Schlafen. Ich werde jetzt hier abspeichern. Schnell speichern und dann gucken wir mal, ob ich mich hier durchkämpfen kann. So. Jeder Soldat gibt mir EP. Die EP kann ich gebrauchen. Ach komm, ich muss doch schlafen können. Immer noch nicht. Na gut, dann fresse ich jetzt erstmal was. Hab ich... gibt mir Zwergen-Ale Mana? Ich bin gesättigt. Na gut. Oh! Na, das ist nicht gut. Ich habe auch kein Mana-Zeug. Okay. Kann ich... Okay, das hat jetzt nicht wirklich gut funktioniert. Ich kann auch nicht schlafen. Gib mir das hier, Mana. Na, nicht wirklich. Ah doch, mit Zwergen-L kann ich Mana auftanken. Das ist gut. So. Wenigstens ein bisschen... Ah, das wollte ich nicht. Schon wieder schöne Magie verschossen. Na. Okay. Wieder zwei tot. Habe ich noch genug Mana für einen Soldaten? Oh, das sind aber drei! Okay. Einen weiteren Zauberspruch anwenden kann. Gut, wie es aussieht, scheinen die auch... Okay, der will mich einzeln bekämpfen. Oh, oh. Kann ich was essen? Nein. Nein, ich will nicht sterben. Ich bin gesättigt, komm. Ah, ich kann wenigstens schlafen. Jetzt geht's ab. So. Dann stirb jetzt. Und du auch. Das ganze Lager hier auszurotten, wird sowieso wieder an meinen magischen Reserven ziemlich zehren. So. Ich werde wahrscheinlich trotzdem jetzt einige Tränke benötigen, um hier durchzukommen. So. Erstmal Heilung ausrüsten. Die werde ich mal auf F7 packen. So. So, F6. Feuer. Dann machen wir mal hier. So.
kann schön kombinieren mit Frostzauber. Ich glaube, Frostzauber ist recht teuer. So. Komm, dich kriege ich doch bestimmt auch noch down mit ein bisschen Mana. Wunderbar.